So, heute ist der 30. September, 6 Uhr abends, es ist Sonnenuntergang, eine Stunde davor. Bei uns ist jetzt langsam Mauserende, würde ich sagen. Die Tiere sehen wieder ganz angenehm aus oder hübsch. Sind noch nicht komplett durch, aber sie sehen deutlich besser aus. Ne, hier. Voller Pracht, der weiße Vogel. Ja, was leider dann gleichzeitig meistens auch passiert, wenn man sie zusammenlässt und nicht trennt, sie verpaaren sich wieder. Also die Unverpaarten verpaaren sich wieder. Hier oben sieht man, die zwei sollen noch aneinander gepaart werden. Das ist der jüngste von Iggy und dem alten Meister. Und der Schwarzspieß, den ich noch zuletzt geholt habe. Ich nehme an, er ist noch nicht so weit, also ist jetzt allerhöchstens 3 Monate alt. Der wird sich erst im Dezember so ungefähr als ganzer Kerl fühlen und alles in Angriff nehmen. Die anderen Brieftauben, die drei Paar, die noch nicht verpaart waren, die sitzen jetzt in meinen Zuchtturm, sage ich mal. Ich blende mal kurz gleich um. So, das ist mein Verpaarungsturm. Hier ganz oben ist der, ja, was soll ich sagen? Ja, sagen wir mal ein Täuber an die weiße Täubin. Die weiße Braut habe ich sie genannt. Hier die Mistschwester vom Heidederby, die bei uns da zweimal Punkte gemacht hat. Die wird an den roten Hartmund Willvogel gepaart. Und der Langstreckeltäuber, ich hoffe doch mal, das ist eine Täubin, eine Zufliegertäubin. Wobei die wahrscheinlich Kassel vielleicht abgeholt wird. Ich muss unbedingt mal anrufen. So, das ist sozusagen mein Verpaarungsturm. Der Zuchtvogel hier, der macht ganze Arbeit. Die sind schon praktisch verpaart. Die hängen schon zusammen. Die zwei noch nicht so offensichtlich. Die zwei unten können zumindest nebeneinander schon sitzen, ohne sich zu bekämpfen. Das soll schon mal was heißen. So, gehe ich wieder raus. So, das waren die die drei Pärchen, die verpaart werden mussten. Auch bei den Kasanern sieht man. Also wir hatten heute auch eine Paramyxovirose-Impfung. 68 Tauben. Hat mich jetzt knapp 73 irgendwas gekostet. Also aufgerundet 74 Euro. So. Hund, komm mal zurück. Wie man sieht, auch hier bringen die Wachtel nichts. Also die halten nicht meine Tauben davon ab, sich auf dem Boden Nester zu bauen. Klappt leider nicht so ganz. Sind gegen schon immun. Sogar hat sich jetzt der Täuber, hat sich jetzt der Täubin da hinten verpaart. Was auch nicht so gut ist. Also die kommen als nächstes in den Verpaarungsturm. Und die Kasseler unter sich bleiben. Wie man hier sieht, geputzt habe ich übrigens noch nicht die Kiebitze. Also die weiße Brust, die man bei denen, okay, der hier ist ein Alttäuber, der ist geputzt, aber alle, die einen grünen Ring haben oder einen lila Ring ohne einen Farbring, das hier ist ein Jungtaube, deswegen hat die noch einen Farbring. Der Alttäuber ist wieder drin, hier sind auch noch ein paar in der Kopfmauser. Das ist auch eine Alttäubin, aber hier zum Beispiel der hier, sieht doch ganz gut aus. Ist nicht viel zu putzen dran. Na, hier gibt es natürlich auch welche, hier kann man guten Bart gebrauchen. Wird auch demnächst noch kommen. Ja, schön gemausert haben sie. Na, nicht wundern, dass der so dreckig ist. Der war zuletzt auch unten im Verpaarungskäfig mit einer Täubin. Und die
werden auf jeden Fall nochmal hier alle schön durchgebadet. Wir stellen übrigens dieses Jahr auch in Leipzig aus, wenn alles gut geht, alles klappt. Zur Mauser wollte ich noch sagen, ich mache da momentan hier dieses Mineralkalk-Zeug dran, ein bisschen Rapsöl ans Futter gemischt, damit die auch gut durch die Mauser kommen. Ich glaube, den Legewachteln tut das auch gar nicht so schlecht. Und hier sieht, wir lassen noch ein bisschen viel Futter liegen. Es ist nachts doch nicht so kalt, wie man es gerne hätte anscheinend. Ja. Der Kassler ist ein bisschen dominant. Ja, so viel zu dem Zwischenstand heute. Zum Teil noch in der Mauser, aber sehr schön durchgemausert, muss ich sagen. Also da freue ich mich schon auf die Ausstellung, auf die Bewertung. Ist klar, mit Kiebitzen kann man nie volle Punktezahl machen, wobei das noch irgendwo das Ziel ist, sage ich mal ja. Aber trotzdem schöne Tauben. Man kann ja nicht alles haben. So, das zu heute. Ich sag mal, macht's gut. Na Hühnchen, Kopf raus. So rein oder raus? Ah ja? Rein oder raus? Okay. So, in dem Sinne. Einen schönen Tag noch. Macht's gut.